Corsana erklärt. Kosten in einer Pflegeeinrichtung. Frau Becker hat nach einem Sturz den Pflegegrad 3 erhalten. Da sie die Haushaltsführung nicht mehr bewerkstelligen kann, nicht mehr rauskommt und vereinsamt, interessieren sie und ihre Angehörigen sich für ein neues Zuhause bei Corsana mit vollstationärer Pflege. Doch was kostet dies? Die Kosten setzen sich im Wesentlichen aus drei Bausteinen zusammen: Pflegevergütung, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten. Da sind zunächst die Kosten für die Pflegevergütung. Diese decken insbesondere die rund um die Uhr Anwesenheit und Versorgung durch Pflegepersonal, die Betreuung und Beschäftigung sowie die Pflegematerialkosten ab. Hinzu kommen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Hiermit sind die Lebenshaltungskosten für Essen und Wäschereinigung sowie die Mietnebenkosten wie beispielsweise Strom, Wasser und Zimmerreinigung abgedeckt. Die Investitionskosten sind vergleichbar mit der monatlichen Miete und abhängig von Alter, Zustand, Ausstattung und Lage der Pflegeeinrichtung. Das Corsana-Preisbeispiel zeigt den monatlichen Durchschnittspreis bei Pflegegrad 3. Die Gesamtkosten der Pflegevergütung setzen sich aus dem Anteil der Pflegeversicherung und dem Eigenanteil zusammen. Die Kosten für das Wohnen und die Pflege in einer Pflegeeinrichtung variieren je nach Bundesland und Pflegeeinrichtung. Diese sind vom Pflegebedürftigen selbst zu tragen. Aber Fixkosten für Miete, Lebenshaltung, Hauswirtschaft und ambulante Pflege zahlen Sie momentan sowieso schon. Also ist für Sie entscheidend, wie hoch hier die Differenz ist. Wir empfehlen: Wägen Sie die Vorteile einer Rundumversorgung gegenüber Ihrer momentanen häuslichen Situation ab. Der Eigenanteil kann gedeckt werden durch die Rente, vorhandenes Vermögen und durch Angehörige. Sollte dies nicht ausreichen, übernimmt das Sozialamt die Kosten. Eine Corsana-Pflegeeinrichtung bietet viele Vorteile, wie barrierefreies, komfortables Wohnen, hauseigene, gesunde Küche, rund um die Uhr Anwesenheit und Versorgung von Pflegepersonal, Vermittlung von ärztlichen Diensten, nette Gesellschaft, viele gemeinsame Aktivitäten und eine herzliche Atmosphäre. Frau Becker wird hier bestens umsorgt. Ah, und auch ich fühle mich hier wohl. Sollten Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern persönlich.